Und sobald der Besitzer verstorben ist, sind wir dann einfach die Erben. So, oh, aber wir wollten jetzt zur Marke. Wir wollten zur Marke 1 gehen. Lass erstmal hier gucken, ob wir in die Garagen reinkommen. Also ich habe, wie gesagt, mir jetzt gerade alles ein bisschen auf Mittel gestellt. Ist natürlich jetzt von der Grafik her nicht mehr ganz so geil, aber das sollte den Stream flüssiger darstellen. Lass erstmal ein bisschen sparen. Moment, ich muss mal kurz gucken. Im Log. Das ist ja eine Nebenmission. Wo könnte... Ist das irgendwo markiert? Nein. Ich würde sonst erstmal zu dieser dämlichen Kirche da drüben gehen, da mal gucken, ob wir uns noch aufstocken können. Wir werden mit Sicherheit noch... Wo? Irgendwo auf dem Feld bei der Kirche. Ich gehe mal kurz abchecken. Moment, ich nehme mal kurz meinen... Direkt vor dir ist ein Gegner. Menschenskinners. Oh ja, oh, ich habe beide ein bisschen wütend gemacht. Mhm. Oh Gott, hier ist, glaube ich, noch einer. Ja, scheiße. Ach, cool, hier sind noch zwei. Hallo Felix, hallo. Na, wie geht's dir? Mir geht es prächtig. Au, au, au. Ach, dir geht's also auch prächtig? Windows Update zieht euch. Menschenskinders, die Windows Updates haben dieser Maschine allerdings auch nicht geholfen. Ja, nee, ich habe gerade rechts halt so einen gefühlten halben Bildschirm voll mit Windows Updates. Au, 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 au. Sehr gut. War es der letzte? Nee, einer ist hier noch. Jetzt nicht mehr. Ja. Erstmal Munition ohne Ende looten. War das der letzte? Ja, das war der letzte, keine Sorge. Das war der letzte. Können wir kurz innehalten? Ich mach kurz die Windows-Benachrichtigung weg und heile mich etwas hoch. Ja, also ich bin jetzt schon bei der Kirche, hör mal. Also ich sag erstmal mal so, ne? First Aid Kit Futter. Noch eins. Hinweis zum Aufenthaltsort der alten Bettern. Markus, falls du dies liest, wir haben beschlossen, nach Stenghagar zu gehen und uns dort mit den Andersons zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettern in der Kirche versteckt. Dort, wo du dich immer versteckt hast, als du noch jung warst, erinnerst du dich? Sie ist geladen, also sei vorsichtig. Genauso wie ich es dir beigebracht habe, okay? Papa. Wir sind zum Bauernhof Stenhager gegangen, um uns mit den Andersons zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Mensch, da hat er uns einfach mal eben kurz ein Bett dagelassen, was schießfähig ist. Bettern. Ich weiß auch tatsächlich schon, wo. Ich nicht. Ich hab ein Radio. Radio. Ja. Mensch, ich hab noch ein Radio. Erstmal gucken. Log. Sammelgegenstände. Kleidungsfertigungsstation, Hammer. Bist du denn? Kugelfeste Jacke. Neben der Wettern gefundene Nachricht. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Du bist als Kind immer hierher geschlichen, auch wenn Johnny versucht hat, sie wegzuschließen. Ich sage es noch einmal. Sei vorsichtig. Geh nach Stenhager. Moin.
Da oben ist die alte Bettan. Es ist eine gar niedliche Schrotflinte. Nö, offensichtlich nicht. Oh, warte mal, was ist hier? Jetzt sag nicht, ich loote dir die Waffen weg, immer. Ich glaube schon. Was ist das für eine Scheiße? Alles gut, ich habe meine Möller, Alter. Okay, Kaliber 12 Vogeldunst-Munition. Ich will nicht wissen, warum sie Vogeldunst heißt. Kann ich hier irgendwas dran machen? Ach ja. Mama? Weil sie aus Vögeln Dunst macht. Oh, oh. You're very good, you're very good. Was möchte ich denn nicht haben? Ich möchte hier, glaube ich, keine Notsignalfrage haben. Okay, let's go. Mit dieser Musik kann man nur gut unterwegs sein. Warum ist da so ein Fahrradsignal Richtung? Weiß ich nicht. Ist das hier eine Fahrradgarage? Ist das eine Fahrzeugstation? Ja, moin. Los geht's. Wo ist meins? Nein! Da sind Gegner. Und da ist ein LKW. Lass es uns absatteln. Warte. Ach Mensch, jetzt bin ich hier am Stein festgehangen. Loot. Ah! Loot. Kannst du irgendwie eine Waffe? Nein, natürlich kannst du keine Waffe dabei haben. Irgendwie noch eine dabei haben? Nein, natürlich nicht. Ich bin stuck. Okay, nice. Oh, der Typ sieht auch nicht mehr so gesund aus. Help. Ja, ich komme euch zur Hilfe. Lass mich erstmal looten hier, warte mal. Gute Freunde helfen dir. Erst nachdem sie fertig gelootet haben. Flüt Arne. Plünderer. Du bist nur stuck. Kommst du jetzt raus? Es gibt keinen Teamschaden anscheinend. Gibt es irgendwas wie Schnellreise? Ich glaube, das jagt die ich probiere mal was. Warte, nein! Oh, komm ich hier nicht rein? What? Fuck. Ich lebe doch. Ich habe mich doch weiter weggesprengt. Felix? Hast du zufällig noch einen weiteren Propangaskanister? Nee, nicht unbedingt, aber hier sind Gegner. Ja, schön. Interessiert mich ziemlich viel. Kannst du die bitte hinter den Container hier ziehen, weil dann könnte ich drauf gehen. Dann könnte ich respawnen. Hier ist schon mein Bestes. Warte mal. Habe ich noch was mir schaden könnte? Oh, das ist dumm.
Well. Kannst du anderweitig respawnen? Nicht, dass ich wüsste. Oder? Wegpunkt entfernen. Wenn ich. Schnellreise nicht verfügbar, weil ich im Kampf bin. Ah. Okay, warte, dann sagen wir. Oh Gott, wo kommst denn du her, hör mal? Warte, das regeln wir kurz. Hä? Bruder? Halt! Moin! Hab ich. Ach, guck mal, hier ist sogar noch Munition, hör mal. Aber gut zu wissen, durch eine Explosion fliegt man durch die Gegend. Na komm. Ja. Ich habe wieder so viel Munition, wie ich Leben habe. Sehr nice. Felix, do it! Kill him! Wenn du von der Seite auf mich schießt, dann kann ich dich treffen und du triffst mich nicht. Kleine Viech, komm rum. Komm her, komm her. Der schießt von rechts auf mich. Was ist dieser kleine Bast? Irgendwas ist rechts von mir kaputt gegangen. So. Okay, es hat sich beruhigt. Yep, das letzte Teil war das. Und ich kann schnell reisen. Hey, ich muss ja nur knapp 500 Meter laufen. Oh. Oh? Ja, ach du, hör mal, also, wie soll ich das jetzt sagen? Also, mit Volker Racho gegen einen Stein zu fahren, kippt's um. Du bist jetzt nicht ernsthaft mit dem Fahrrad gegen den Stein gefahren. Na, ich doch nicht. Ich hab ein neues Hobby gefunden. Hättest du nicht bei den toten Gegnern bleiben können, wo ich dann Munition looten kann? Ich bin auch da. Okay, gut. Hier ist doch noch ein dicker, fetter Stein an der Kirche, hör mal. Okay. Ich bin fast wieder da. Wie viele Fahrzeuge kann man eigentlich spawnen? Ich schätze, du respawnst immer dein eigenes Fahrzeug wieder. Das kann natürlich sein. Oh, komm zurück! Ah! Da war Munition. Juhu, und nochmal! Ich habe jetzt Munition für die Schrotflinte. Nice. Viel Munition für die Schrotflinte. Umso weißt du, besser. Was das heißt? Du hast Schrot zum Flinten? Ja, und keine Munition. Ja doch, da liegen sie. Ist hier noch einer irgendwo? So, bei jetzt aber ernsthaft. Bei mir liegt hier nur eine Leiche von den Viechern. Bei mir liegen hier ganz viele noch. Dann kann es sein, dass ich blind bin. Also hier zum Beispiel liegt eine links, hier. Da, nee. Auf der. Ja, bist du auch gerade durchgelaufen. Ja, ist bei mir halt nicht. Ja, wow. Gut, ich
halten wir kurz fest. Ich habe keinerlei Munition für die Walter, für die Möller. Aber ich habe Schüsse für eine Schrotflinte. Ja gut, das ist doch schon mal eine entspannte Sache, hör mal. Hm? So. Die krassen Biker fahren jetzt los. Yeah, Wheelie. Also wie machst du Wheelie? Über den Stein fahren. Ach so. So, wir fahren Richtung Stenhager. Ich denke mal. Boah, der ist aber zügig unterwegs. Ja, ne? Das ist so meine Reisegeschwindigkeit normalerweise sonst. Ja. Warte, warte. Ich halte hier sowieso an, hier ist gerade ein bisschen Stau. Ah, okay, ich sehe den Stau. Verkehrskontrolle. Was haben Sie denn hier mit dem Auto, Herr Offizier? Warte. So. Gründlicher als Grenzkontrollen sein. Die können alle Loot dabei haben. Ja, deswegen machst du doch den Kofferraum nicht auf. Ach, guck mal. Mensch. Was bist du jetzt hier? Was auch immer du bist jetzt tot. Und du auch. Die haben mich zwar freundlich looten lassen, aber die haben mich böse angeguckt. Ich kann ihnen einfach nicht vertrauen. Okay. Also ich würde sagen, der Kerl hier ist tot. Aber aus einem anderen Grund mal. Ja, alles gut, alles gut. Ich hab mal mein Fahrrad gehüllt. Hier vorne ist noch Loot. Ja, war ich second. Ah, da muss man von der Seite tatsächlich ran. Kommst du da ran? Moment. Ja, ich lasse dich gleich hier ran. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Du springst hier. Ah, ich hab's gefunden. Ja, ich hab's geschafft. Dann sneakst du da rein. So. Kommst du, mein großer Biker? Kommst du, jo, mein großer Biker? Kommst du? Kommst du? Bin unterwegs. Nur nicht über. Ich nehme mal kurz den Umweg hier über. Das sieht da nach etwas Ärger aus. Nehmen wir Ärger an. Nee, ich habe jetzt gerade keinen Bock für, ich habe gerade keine Munition für Ärger. Okay, dann lass uns Hauptstraße fahren. Lass uns Hauptstraße fahren. Wie die Ghetto-Kinder. Da vorne sieht's aus wie Loot. Ich jetzt verarschen, du kommst diesen kleinen Anhöhe hier nicht hoch. Was bist du denn für eine Amöbe, Alter? Einfach ein bisschen Gummi geben und hochpreschen. Der 20 im Gelände fährt auf einem kleinen, klapprigen Fahrrad. Komm, diese Anhöhe nicht hoch. Ich sag ja, Amöbe. Moin! So, wir sind wieder auf der Hauptstraße. Charge! Blut. Was hast du gemacht? Also ich bin gerade von meinem Fahrrad abgestiegen, aber ich bin offensichtlich so abgestiegen, dass mein Fahrrad sich so gedacht hat, ja, fahren wir nochmal dem Felix hinterher. Ist der Loot? Ja, natürlich ist der Loot, hör mal. Oh, Junge! Beweg deinen Arsch da weg! So. Ja, erste Hilfesets sind aufgefüllt. Hallo, Fahrrad? Fahren wir schneller. Oh Gott. Wir sind einfach schneller als Maschinen. Wir sind selbst Maschinen. Ich meine, ich muss gleich tun, was notwendig ist. Ich meine, ich bin ein Metallkopf. Weg von der Straße. Mit dem will ich mich noch nicht anlegen. Nicht mit der Schrotflinte. Mit der Schrotflinte? Die fliehen da gerade zwar. Irgendwas ist da vorne rechts. Und das Zelt sieht zu verlockend aus. Felix? Ja?
Ich bin das nicht. Ich weiß. Und das heißt? Los, Brudi, fahr doch hier diesen kleinen Berg hoch, Mann. Was bist du denn für eine Amöbe, Alter? Warte, erstmal looten. Alles Amöbe. Halt, halt, nicht schießen. Ich muss noch looten. Ich hab Ferngläser. Au. What? Ich glaube, der Wagen ist gerade fuck. Explodiert. Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Keine Sorge. Ich kann nur nichts machen jetzt gerade. Ich hol dich. Du hörst die Schüsse? Ja, natürlich höre ich die Schüsse. Das sind die Schüsse der Menschlichkeit. Die Schüsse der Menschlichkeit. Okay. Ich akzeptiere, dass diese Fettviecher dicht durch mich zu Tode gebracht werden können. Oh, die lasse ich erstmal. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich spawne mal kurz bei der Kirche wieder, okay? Okay. Ich bin dann gleich wieder mit meinem super Top-Fahrrad da. Jo. Mensch, dass ich jemals bei einer Kirche wieder spawne, Alter. Könnte ja doch noch was dran sein an der Wiedergeburt, hör mal. So. Moin, mein Fahrrad. So, gib ihm. Und der Geld hier übrigens immer noch seine Base. Du meinst jetzt der Gegner oder was? Hm? Ah, nee, das ist quasi wieder abgedampft. Ja, das trifft sich ja gut. Da komme ich jetzt zum Glück gleich nachher. Jo. Aber was ich hier gefunden habe, was ziemlich geil wäre, wenn du es auch findest, ist geil. Warte, ich bin gerade schon auf dem Weg. Es wäre halt ein Grund zu sagen, ja, hat sich gelohnt. Was, zu sterben? Oder hinzugehen? Beides. Ah, ein Mann der Kultur, also. So. 40 auf der offenen Straße unterwegs sein. Der Typ sieht aber nicht so aus, als wenn er mit 40 km/h strampeln würde, Hammer. Ich bin jetzt aus dem Kampf geflohen, aber... Ich bin in einen Kampf eingetreten. Lass mich raten, der Fetti. Weiß ich nicht. Er schießt auf jeden Fall sehr unfreundlich. Ich schieße in die Richtung zurück. Ja, es ist der Fetti. Los, mein Biker-Freund, fahr! Geh in defensive Position. Komm hier ins Gebäude. Der Fetti ist gestorben. Oh. Ja, ich habe eine Möller gefunden, ne? Moment, ich muss die Kiste gleich mal für dich looten. Alles muss man selber machen. Ja, alles muss man selber machen lassen. Das Ding ist nur, ich sehe jedes einzelne Fahrrad, das gespawnt wurde. Ja, ich auch. So. Oben in der Leiste, ne? Moment. Mal gucken. Welche kriegst du jetzt? Du kriegst die gute. Da. Guck mal rein. Eine Pump-Action. Für die ich einen unglaublichen Schuss habe. Egal, ich hätte dafür noch Munition. Ja, moin. Munition finden. Da in dem LKW warst du schon? Ja. Okay, dann lass mal zu dem Teil da auf der Straße fahren. Ist das da ein Panzer? Nee. Okay, es war ein Panzer. Wow. Oh.
Okay, interessant. Ich wusste gar nicht, dass Panzer in dieser Art und Weise brennen können. Ja. Der Panzer da. Ich spiele ja auch zum Beispiel War Thunder. Das Teil hat eine Besonderheit. Ja. Was hast du getan? Ja, hier drinnen war was und das hat mich angefallen, Hammer. Also. Oh, ich habe eine MPK. Wie auch immer das Ding heißt. Ich habe ein Automatgewehr. Ich finde schön, dass wir komplett unterschiedliche Sachen finden zuweilen. Ja. Ich meine, du hast jetzt 2 Möller PPs. Okay, mein Fahrrad ist broken. Shut up and sit down.